Hallo, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter. Ja, so wirkliche News gibt es aktuell nicht. Wir haben ein Plus oder, nee, was war das? Minus von 0,1%. Minus 0, also um die, also es hat sich nichts geändert eigentlich seit gestern Vormittag, was der Preis angeht, außer dass es zwischendurch mal, ja, sich irgendwie nach unten, glaube ich, bewegt hatte. Aktuell steht der Bitcoin dann wieder bei 37.538 Dollar, das sind 31.183 Euro. Ja, ansonsten gibt es auch nicht viel Neues in den News, was ich so gefunden habe. Es ist wohl tatsächlich aktuell so, dass nach wie vor Bitcoin gerne gekauft wird und laut einer Meldung von btcecho.de wird es immer schwieriger bei den Bitcoin-Börsen. Also da droht so eine Art Ausverkauf. Es wird, also die haben immer weniger Bitcoin zur Verfügung. Das heißt, es findet offensichtlich nach wie vor ja, ein Kauf statt in einem Bereich, ja, wie soll ich sagen, da wird es einfach, ja, die Nachfrage steigt weiterhin offensichtlich oder bleibt gleich hoch. Ja, und das sehen wir dann auch in den Preisen. Und ich denke mal, da ist noch Luft nach oben. Denn ich würde mal sagen, wenn man sich die Kurve hier anschaut, ich scroll sie mal sogar ein bisschen zusammen. Hier war das letzte Allzeithoch bei 40.000 und ja, jetzt ist es gar nicht mehr so weit hin. Mit ja, 37.700 oder so ist man den 40.000 Dollar nicht mehr so sehr weit entfernt und ja. Es ist schwierig natürlich genau vorherzusagen, das kann keiner so exakt, aber ich finde, es sieht sehr so aus, man kann mit weiteren leicht steigenden Preisen rechnen in den kommenden Tagen, aber natürlich gibt es auch Schwankungen in die andere Richtung. Nur wie gesagt, bei dem aktuellen Run auf den Bitcoin, denke ich, scheint es wirklich so zu sein, dass sich der Bitcoin-Preis bei über 30.000 Dollar auf jeden Fall halten wird. Es sei denn, es passiert irgendwas völlig Unvorhergesehenes, ne? Das ist eben das, da steckt niemand drinne, das muss man abwarten. Deswegen werde ich weitere Videos machen und das weiter für euch beobachten. Einen tollen Tag wünsche ich euch. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.